Sie werden im Verlauf dieser Jazznacht Ausschnitte aus diesen Konzerten hören können. Es moderiert mit mir Bernd Hoffmann vom Westdeutschen Rundfunk, von WDR 3. Aber hier neben mir auf der Bühne im Atrium des Paulinums, einer schönen Schule hier in Schwarztintirol, da später dann noch mehr für die Hörerinnen und Hörer, steht schon eine kleine Big Band. Jedes Jahr stellt der Leiter dieses Festivals, der Trompeter Franz Hackl, eine Band zusammen und erarbeitet ein neues Programm. Und jetzt live on stage hier in Schwarzintirol, Franz Hackl und das Outreach Orchestra. Thank you.
Ich darf Sie alle recht herzlich zur 19. Auflage des Outreach Festivals begrüßen und somit zur 19. Inkarnation des Outreach Orchestras. Das Outreach Orchestra ist ein kollaboratives Ensemble und wir machen immer die sanfte Evolution. Also ein Teil der Band besteht immer aus Newcomern und ich möchte die Newcomers zuerst vorstellen. An der Tuba, Ali Angerer. An der Posaune, Samuel Blaser. Am Waldhorn, Morris Kliphaus. Und am elektrischen Bass, Reggie Washington. Die erste Nummer wurde von jemandem arrangiert, der zum Kernteam vom Outreach gehört und ohne ihn würde das Outreach-Ensemble nicht so gut klingen. Ob es sich um ein Studentenensemble handelt oder um seine professionellen Kollegen, ist immer unglaublich, wer die Band leitet. Und das erste Arrangement mit dem Titel Decoy, welches von Robert Irving III geschrieben wurde, stammt von Adam Holtzman. Adam Holtzman on Keyboard. Ein weiteres Kernmitglied des Outreach Orchestras, gerade eben von einer Extrem-Bergsteiger-Tour zurückgekehrt mit Peter Habeler, erfolgreich abgeschlossen am Donnerstag. Er sagte mir, ab und zu steigt er auf ein oder zwei Berge und er wurde eben von Peter Habeler auf das Äußerste gefordert und heute wandert er im Klang. Die nächste Komposition stammt von Gene Pritzker und trägt den Titel Sound Traveler. Thank you.
Applaus